Ja, moin, moin, willkommen zu einem kurzen Anleitungsvideo zu Atlas. Ja, ich wurde in die Kommentare gefragt, wie man denn hier den Spielstand löschen kann. Ja, da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, und zwar direkt hier in-game und dann einmal ja im Steam-Ordner. Ich zeige euch erstmal, wie das hier im Singleplayer geht. Ihr klickt einfach auf Singleplayer und dann habt ihr hier ja, die verschiedenen Spielstände, wenn eine Diskette, so ein Speichersymbol davor ist. Hier ist noch eine andere Map, die ich runtergeladen hat, die noch in Arbeit ist für den Entwickler, und die hat ja keinen Speichersymbol davor. Also hier habe ich noch keinen Spielstand, und alle, wo hier die Speichersymbole davor sind, haben einen Spielstand. Und da ich mit Blackwood sowieso erstmal abgeschlossen habe, wollte ich den Spielstand eh löschen. Da trifft sich das ganz gut. Einfach hier draufklicken, dann fragt er, ob ich das Ding löschen will, akzeptieren und Tschüssikowski, weg war er. Ja, den Link, den finde, also wie ihr das noch dann machen könnt, den schicke ich euch hier im Video gleich hinterher, und zwar über den Steam-Ordner. Kommt drauf an, halt, wo ihr Steam liegen habt, auf welcher Festplatte, auf welcher Partition, wie auch immer, auf welchem Laufwerk, und dann ja, einfach hier unter Folgen den Link raussuchen, die Save Games löschen, und jetzt sind auch die Charaktere drin. Ihr müsst aber aufpassen, weil es kann passieren, dass ihr keinen Charakter mehr habt. Ja, serverseitig wird das dann alles eigentlich auf dem Server gespeichert. Dort müsst ihr je nach Server Interface entweder über den FTP, Fall ist ähnlich, dann das Löschen oder den Server im Server Interface reinstallieren. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, aber wie gesagt, zum Server mache ich jetzt mal hier keine Videoaufzeichnung direkt, weil ja die Interfaces unterschiedlich sind. Das kommt da immer ein bisschen drauf an. Es dann wieder Streitigkeiten gibt sozusagen. Ich finde das nicht oder so. Ja, das sieht bei jedem halt ein bisschen anders aus. Ja, das soll es das mit dem Infovideo gewesen sein. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.